Hallo Leute, ich grüße euch. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr aus dem Formlosen in die Form kommt. Vom Wasser zum Feuer zur Erde. Ich zeige euch etwas, das ist ein kleines Geheimnis, was ich euch weitergebe. Es ist nicht wirklich geheim, aber es ist noch nicht so bekannt. Das kommt aus meinen Tiefen, aus meinen Trommeltiefen. Aus meiner Inspiration von meinen spirituellen Trommelfreunden. Und das zeige ich euch jetzt, wie ihr aus dem Formlosen in die Form kommt und dann von der Form wieder ins Formlose. Das Formlose bezeichnen wir mal, ist hier, nehmen wir Roll-on-Rhythmen. Das sind Rhythmen, die ganze Zeit laufen. Und von so einem Roll-on-Rhythmus gehst du dann in einen Punkt-Rhythmus. Das heißt, deine Hände spielen weniger. Also du wirst es hören. Ich will es dir bloß gesagt haben. Vielleicht kannst du mit den Wörtern ja was anfangen. Also das Formlose. Rhythmisch, schon rhythmisch. Ja, wir fangen hier rhythmisch an. Cool, oder? Das ist Beispiel 1. Ich mache gleich noch ein Beispiel, vielleicht mit einem anderen Tempo. Vom Formlosen in die Form. Sind wir in der Form. Bam, badam. Du hast es gehört, ich hoffe, du hast es verstanden. Ich werde es noch ein Stück spielen, wo ich nichts erkläre.
wo ich nicht das so sage, wo ich einfach mal spiele. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist ein bisschen statisch gewesen, ja? So, um es halt zu erklären. Aber jetzt spiele ich mal etwas so zwischen formlos und Form hin und her, ja? Okay? Du.
Also, probier es mal selber aus. Einfach vom Formlosen in die Form. Macht total viel Spaß. Und die Magie dabei ist, dass du vom Formlosen in die Form kommst. Dabei kannst du dich verändern. Dabei kannst du Dinge an dir herausholen, wachrufen oder vergehen lassen. Du hast eine Form, ein Gefühl meinetwegen oder einen Gedanken oder ein Bild. Und dann lässt du es gehen. Ja. Oder zerstörst es. Oder lässt es gehen. Oder irgendwas dazwischen. Finde es raus. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin Ingo Gutmann. Ja, ey, übrigens, und ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Trommelvideo sendest. Dann hörst du dich mal trommeln, was du so machst. Ja? Kann auch auf dem Tisch sein. Einen schönen Tag dir.